Hey Leute und willkommen hier zum zweiten Teil des Videos zum Bau einer DVB-T-Antenne, also Biquad-Antenne, und in diesem Teil werden wir gemeinsam die Reflektoren für die Antenne bauen, damit wir einen noch besseren Empfang erreichen, weil so haben wir eigentlich auch schon einen guten Empfang, also habe ich zumindest getestet mit euch, aber es geht noch besser, und wenn man hier nämlich Reflektoren dran macht, und speziell dafür habe ich jetzt ein Datenblatt zusammengestellt mit den Berechnungen, einmal jeweils für die Antenne und einmal für die Reflektoren. Also das ist hier die Berechnung für die Antenne, für die Maße natürlich, und hier habe ich noch das jeweils für die Reflektoren bereitgestellt, wie das berechnet wird, was es da für Maße gibt und wie das dann ungefähr aussehen wird. Also wir haben hier die Antenne als zeichnerische Darstellung abgebildet, und dass die blauen Linien hier sollen die Reflektoren darstellen. Und da gibt es nämlich drei Maße dafür. Einmal die Reflektorenlänge, die beträgt 25,75 cm, also für meinen Fall ist Lambda abhängig. Dann gibt es noch einen Abstand zwischen den Reflektoren, das beträgt 13 cm. Dann gibt es noch den Abstand zwischen Reflektor und dem Strahler, und der beträgt 7,02 cm. So, und um das jetzt umzusetzen, brauchen wir eine Minisäge, dann brauchen wir eine Zange, ich habe jetzt die genommen, und einen Seitenschneider. Und zum Markieren und zum Messen natürlich brauchen wir auch noch was, und zwar einen Zollstock und zum Malen ein Edding. So. Die Sachen schiebe ich jetzt da hinten, die kommen der Reihe nach dran. Jetzt hole ich erstmal die Materialien. Das ist hierbei einmal ein Messingrohr, 1 Meter lang, alles werden wir nicht brauchen. Und um die Reflektoren irgendwie zu befestigen, habe ich mir hier so ein PVC-Rohr besorgt, was auch 1 Meter lang ist. Davon werden wir auch nicht alles brauchen. Das werde ich jetzt gleich sägen, und zwar habe ich überlegt, die Länge der Antenne ist ja ungefähr 50 cm, also werde ich das ungefähr auf die 50 cm absägen. Ja, und das mache ich jetzt einfach mal. Das messe ich erstmal aus. Dazu nehme ich den Zollstock, den falte ich auf bis auf 50. Dann lege ich ihn hier an, so dass ich auch was sehen kann. Am besten hier so, also ungefähr 50. Das spielt jetzt keine Rolle, ob das jetzt 49,7 oder 50,3 ist. Ist wurscht. So, und dann setze ich eine Markierung. Also, ich guck mal, wie ich das jetzt hier am besten mache. So hier. Ungefähr hier bei 50. Sieht man das? Okay, blöd, jetzt schwarz auf schwarz sieht man schlecht, aber ich kann das hier noch erkennen. So, das säge ich jetzt mal schnell ab. So, erfolgreich abgesägt. Das sind jetzt 50 cm. Als Beweis zeige ich euch das jetzt, weil das ist ja dann genau die Mitte. Also ungefähr. Ne? So. Dass hier die Antenne ist und das hier dann hier hinten dran kommt. Und dann muss ich das noch mit dem Abstand anpassen. Und da muss ich jetzt einen Abstand von 7,02 cm her. Und zwar mache ich das nämlich so, die Antenne muss ja hier drauf und die Reflektoren kommen hier drunter. Also bringe ich die Antenne mit, ich habe ja noch ein Reststück hiervon, also von dem PVC-Rohr da. Davon säge ich jetzt so 3 5 cm Stücke ab. Die bringe ich dann jeweils einmal hier, hier und hier dazwischen haben wir den Abstand von 7 cm erreicht. Und auf der anderen Seite bringe ich dann einfach die Reflektoren an. So, und so mache ich das Ganze jetzt. Also die zwei lege ich jetzt nochmal beiseite. Dann markiere ich jetzt nochmal 3 mal 5 cm. So, markiert habe ich sie. Sehen kann ich es auch irgendwie.
Jetzt nochmal absägen. So, das Absägen ist vollbracht. Jetzt habe ich hier die drei Stücke und die werde ich dann jetzt so an die Antenne anbringen. Und zwar, dass dann an den drei Stellen jeweils ein Stück hinkommt. Und auf dieses Stück bringe ich dann dieses PVC-Rohr an, dass wir dann diese 7 cm erreicht haben. Und auf diesem PVC-Rohr bringe ich dann die Reflektoren an. Und ja, dann fange ich erstmal an, diese drei Stücke hier drauf zu bringen. Es geht eigentlich ganz simpel. Ich nehme jetzt dafür einfach Heißklebepistole, wie ich das jetzt hier auch gemacht habe, weil ich das eigentlich ganz gut finde, weil es auch sehr gut hält und es auch schnell klebt. So Leute, jetzt habe ich das Ganze befestigt und über diesen drei Stücken kommt jeweils dann das PVC-Rohr drauf. Tada! So Leute, also das Gerüst für die Reflektoren ist fertig. Ich meine, Heißkleber sieht jetzt nicht so schön aus, aber ich glaube, ich werde das schwarz anmalen, dann sieht man das auch nicht so stark. Also die Reflektoren werde ich jetzt drei Stück hier anbringen. Den einen werde ich hier anbringen, den zweiten werde ich hier irgendwo platzieren mit einem Abstand von 17,5 cm. Ne, 13 cm. Den anderen hier irgendwo hin. Dann geht es weiter. Also um die Reflektoren, die müssen wir jetzt ja schneiden. Also 13 cm. So, jetzt setze ich eine Markierung an. Dass das auch gut hier hinpasst. So Leute, und nun begeben wir uns zu den Reflektorstäben. Also wir haben hier die Messingstange und die müssen wir jetzt bemessen. Dann gehe ich hier hin, mache einfach bei 25,5. Der Rest ist leider nur 11 cm lang, weil ich habe mich am Anfang verrechnet. Ich habe 13 gesagt, 13 war falsch. Sollten eigentlich 25 sein. Ich habe nämlich auf den falschen Wert geschaut. Naja, kann passieren. Jetzt habe ich da 3 mal 13 abgeschnitten. War jetzt komplett falsch. Jetzt mache ich den Trick. Aus 2 mache ich wieder 1. Das kann man ja schön wunderbar verlöten. Tada! Und verlötet. So, jetzt habe ich wieder meine 25 cm. Der Reflektor kommt in die Mitte und das werde ich auch gleich hier mit dem tun. So, ich glaube, das werde ich einfach verkleben mit der Heißklebepistole. Das hält schon, denke ich. Die Heißklebepistole ist hier. So, dann versuche ich jetzt das Ganze mal so zu verkleben. Das genügt. Und jetzt einfach hier drauf. So, und die Abstände werde ich jetzt mit dem Zollstock machen. Erstmal gucken, dass das hier alles passt. So. Dann hat man ja gesagt 13 cm. Also L-Abstand Reflektor. Berechnung sagt 13 cm. Das heißt, hier kommt genau der andere hin. Und nach oben hin auch 13. Und den werde ich jetzt so markieren. Das werdet ihr jetzt im Bild nicht sehen. So, auch markiert.
Das sieht man auch kaum, wenn ich ehrlich bin, weil schwarz auf schwarz. Das Einzige, was man da sieht, ist nicht die Farbe, sondern dass es glänzt. Dass die kleine Linie, die ich jetzt aufgebracht habe, dass sie glänzt. Aber das war es dann auch schon. Dann wird er festsitzen. So. Ah, das härtet noch aus. Und dann da. Ja gut, also Millimeterarbeit. Da bin ich jetzt kein Künstler, aber sieht schon besser aus wie vorher. Hauptsache, es funktioniert. Ich glaube, das wird funktionieren. So. Alles klar, jetzt geht's an die Funktion bzw. an den Funktionstest. Und da schalten wir jetzt hin. Ja, das ist.